Hallo Kinder. Hi Anna, hi Thorsten und die anderen. Let me dicke Sandy. Okay, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird dann verstanden, wenn man auch zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Schwinden wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weiberklo. Jetpack auf dem 56 Tequila Shot, einfach so. Ein Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, ey. Denn er raucht mit 6, kippt mit 8 und ist mit 10 besoffen. Ich sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag,